Thank you.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute das erste Mal bei uns in dem kleinen Salon hier vom Künstlertreff Klavier Solo. Wir möchten uns bei der Gelegenheit auch nochmal ganz herzlich bei unserem Hausherrn bedanken, dass er uns diesen Event hier ermöglicht. Und für den Klavier Solo Part haben wir gewonnen Lilian Akupova. Das freut uns sehr, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Du hast jetzt zuerst Beethoven gespielt. Hat das noch eine Verbindung zu dem Beethoven-Jahr oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass der arme Beethoven so gelitten hat letztes Jahr und wir müssen das nachholen. Unbedingt. Also ich habe mir gesagt, ich spiele bei jeder Gelegenheit ein bisschen Beethoven, damit wir ihn doch dieses Jahr feiern können. Und das werde ich weiter so machen, auf jeden Fall, und wünsche, dass wir ihn doch nachträglich, so wie er es verdient hat, richtig nachfeiern. Das, alle. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Programmen auch immer wieder sehen, dass der Komponist Beethoven wird uns auch noch dieses Jahr begleiten und diesen Vorschlag von dir werden wir gerne aufnehmen, ihn weiter zu feiern. Wie machst du das in so einer Zeit, dich so fit zu halten und so ein Programm? Ich meine jetzt, dafür muss man schon auch arbeiten. Ja, es ist natürlich immer eine Herausforderung. Wie hält man sich fit? Ja? Was macht man, damit man in Form bleibt? Wie kann man sich motivieren, wenn keine Ziele da sind, wenn keine Konzerte in Sicht sind? Das ist schwer. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich im ersten Lockdown wirklich in einer Depression war. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, Musik zu machen, ohne zu wissen, wofür man das macht. Nicht nur ein Ziel, sondern auch mit Gewissheit, dass es vielleicht doch nicht so relevant ist, wie man sich das vorgestellt hat, das Leben, ein Leben lang. Und ich habe mit mir hadern müssen, aber letztendlich ist mir klar geworden, ich kann einfach nicht ohne Musik leben und auch ohne Üben. Und wenn ich nicht übe, verliere ich Selbstbewusstsein. Ich bin nicht im Reinen mit mir selbst. Ich fühle mich einfach unwohl, auch physisch. Es kommt einfach zu einem Konflikt zwischen mir und mir. Ja. Und deswegen habe ich jetzt vorgenommen, abgesehen davon, ob jetzt ein Konzert gibt oder kein, oder ob man irgendein wichtiges Ziel hat, habe ich mir vorgenommen, zu üben und so viel Musik zu machen, wie es nur geht. Und auch Kammermusik. Und jetzt nutze ich einfach die Zeit dafür, ein Repertoire zu erweitern, neue Sachen zu lernen. Und da eröffnen sich unglaublich viele Horizonten. Und das ist das Unglaubliche, was uns eigentlich, glaube ich, schon ziemlich am Leben hält. Glaubst du nicht, also ich kann dein Gefühl aus dieser ersten Zeit total nachvollziehen, aber ich hatte sogar umgedreht das Gefühl, man merkt dann erst, dass es doch eine Relevanz hat, wenn es nicht doch da ist. Ja, jetzt schon. Also ich habe gesehen, dass das Publikum auch darunter leidet, dass es kein Live-Konzert gibt. Und ich habe viele Feedbacks bekommen, dass die Menschen wirklich das richtig vermissen. Und wenn sie das vermissen und wir aber immer noch am Leben sind und versuchen, uns auf diese Weise zu präsentieren, ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir werden reifer, wir lernen wieder was, wir werden kluger und das alles kommt dann in die Musik. Ja. Was, wenn du jetzt sagst, du machst ein neues Repertoire, wie wählst du das aus? Was interessiert dich? Also vieles. Also so viel interessiert mich, dass ich das vielleicht nicht fassen kann jetzt in einem Satz, aber es sind verschiedene Sachen. Also ich bin sehr neugierig.
in YouTube, bei YouTube, da schaue ich mir verschiedene Aufnahmen, die ich noch nicht kenne, oder Musikstücke, oder ich lerne Komponisten kennen, die Musik schreiben. Mit so einem bin ich jetzt in einer freundlichen Verbindung und spiele seine Werke übrigens sehr gerne. Das ist der Alexander Rosenblatt, der lebt noch. Gott sei Dank, und ich hoffe, er lebt noch lang. Und der lebt in Moskau und schreibt ganz schöne zeitgenössische Musik, aber mit jazzigem Hintergrund. Das macht einfach sehr viel Spaß. Und wenn man schaut, was er alles schon bis jetzt geschrieben hat, es gibt unglaublich viel. Und ich kann nur der jungen Generation vorschlagen, aus seinem Schaffen irgendwelche Sachen zu nehmen, weil die einfach toll sind. Leider konnte ich das heute wegen der Kurzfristigkeit nicht präsentieren. Du hast aber auch Aufnahmen dabei. Ja, ich habe aufgenommen und das ist, was mich im ersten Lockdown am Leben erhalten hat, ist, dass ein Freund von mir, der auch ein Fan ist, gesagt hat, mach eine Aufnahme. Es ist sowieso eine tote Zeit, wo nichts klappt, nicht passiert. Und mach mal eine Aufnahme aus den Stücken, die du letztlich gespielt oder eingeübt hast. Und das habe ich gemacht. Und das ist eine CD entstanden, die quasi eine Haus-CD ist, mit Werken von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Chopin, George Gershwin und Alexander Rosenblatt. Okay, ist super. Auch dabei. Und das ist Prelude und Fuga Latino. Ein tolles Werk, sehr schwer, aber es lohnt sich. Okay, also seien Sie neugierig, gehen Sie auf die Webseite von Lilian, wir werden das alles unten verlinken und bestellen Sie die CD, wenn Sie das interessiert. Das heißt, da hast du uns jetzt den Mund schon ein bisschen wässrig gemacht. Bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal erinnern, unten werden wir auch alle anderen Sachen verlinken. Abonnieren Sie auch den Kanal und teilen Sie das Video. Und schalten Sie auch nächsten Freitagabend wieder ein oder wann immer Sie können, um uns zuzuschauen. Lilian, du spielst jetzt als nächstes noch Chopin. Wir können sozusagen hier einen richtigen Pariser Salon machen. das Zimmer gibt es fast her, der Flügel gibt es auch her. Sie können also zu Hause auch das richtig an eine gute Anlage anschließen und Ihr Wohnzimmer auch zum Salon machen. Ich glaube, das müssen wir auch machen. Ich glaube, auch unser Publikum wartet auch sehnsüchtig darauf, teilzunehmen auch an der Musik und an dem, wie wir arbeiten und wie wir leben. Auf jeden Fall. Ich finde die Idee toll und übrigens bei der Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken und bei dem Tonmeister auf jeden Fall für die Geduld und fantastische Arbeit und für diese Initiative, die wirklich sozusagen ein Funken ist, was für uns Musiker ganz, ganz wichtig ist. Auch die wunderbaren Musiker, die hier auftreten, die machen alle das sehr gerne. Und dafür wirklich herzlichen Dank. Danke. Und auch an den Hausherrn, der aber nicht benannt werden möchte, auch herzlichen Dank, dass das alles möglich ist und wir den wunderbaren Flügel und diese Salonatmosphäre bekommen. Also dafür besonders vielen Dank. Dem schließe ich mich an. Gut, Lilian. Wir hören dir gerne zu und wir hoffen bis bald. Bis bald und alles Gute, viel Erfolg weiterhin und viel gute Musik, neue Entdeckungen, fantastische Musiker und vielleicht sehen wir uns wieder hier. Wer weiß. Genau, bis bald. Alles Gute.